Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 3 im Remake. Ja, wir sind jetzt hier im Startbildschirm und ich kann euch schon mal eins vorweg zeigen. Ich habe nämlich gerade die Optionen so ein bisschen eingestellt, auf HD umgestellt. Ich bin ja Vorbesteller gewesen und werde mit Jill im Originalkostüm spielen, so wie ihr es hier seht. Wenn ihr das nicht vorbestellt habt, dann würdet ihr mit diesem Kostüm spielen. Das ist das Standardkostüm. Und bei Carlos, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die Standardfrisur von diesem Spiel jetzt, also vom Remake gewählt. Die fand ich irgendwie cooler. Ihr könntet theoretisch auch die klassische Frisur als Vorbesteller einstellen. Ja, finde ich jetzt aber nicht so. Ich weiß nicht. Ich denke mal, dass das ganz gut zu ihm passt hier, so wie ich es jetzt eingestellt habe. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal ein neues Spiel. Es gibt wieder drei Schwierigkeitsstufen. Einmal Veteran, das werde ich aber nicht von Anfang an spielen. Bei der ersten Runde nehme ich ja immer die leichte Version. Die Gegner sind stärker, Munition und Objekte sind knapper und weniger Munition wird durch Herstellen, ja, hergestellt. Dann gibt es den Standardspielemodus und ja, den die meisten halt eben wählen. Assistiert nennt sich das hier. Da gibt es die Zielhilfe, zeitweise Autoerholung der Gesundheit. Gegner sind etwas schwächer. Sturmgewehr ist bereits ab Anfang des Spiels vorhanden, so wie ich das verstehe. Mehr Munition bekommt man auch, wenn man das Ganze herstellt. Das ist immer so meine erste Runde, um sich das Spiel mal anzugucken, um zu wissen, aha, da sind jetzt neue Gegner, weil die Bräuche werden ja komplett neu gemacht. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Gruppen der Mobs ziehen durch die Stadt, legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Gebäude Unruhen. Gebäude brennen, Menschen werden verprügelt, Geschäfte geschlossen. Über dem ganzen Gesicht. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Ich kann sie jetzt bewegen, okay. Also das fängt komplett anders an, als ich es gewohnt bin. Kann ich hier irgendwas nehmen oder so? Das wird mir normalerweise angezeigt, ne? Normalerweise fängt man ja direkt. Oh. Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht die Jill selber hier. Normalerweise fängt man ja direkt in Raccoon City an. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das Spiel hier, also der dritte Teil, spielt wenige Stunden vor dem zweiten Teil. Hier kann man auch nichts machen. Okay, habe ich ein Fenster offen? Ach so, ja klar. Ah, kann man zumachen. Okay, ich dachte schon, jetzt kommt hier ein Zombie reingesprungen oder so.
Ja, das ist jetzt mal komplett neu. Ich hoffe jetzt nicht, dass es die Ego-Perspektive ist, aber ich habe mir mein Gameplay angeschaut, um mal zu gucken, wie die Grafik so ist. Ist allerdings auch schon eine ganze Weile her, wobei die Grafik hier finde ich jetzt nicht so toll. Also das im Gameplay sah sehr viel schöner aus irgendwie. Kann man hier was öffnen? Ich warte ja immer noch darauf, dass jetzt hier gleich irgendwo ein Zombie rausgesprungen kommt. Okay, das bin ich. Kein Zombie hinterm Vorhang. Wer die anderen Teile gespielt hat, weiß, was ich meine. Hä? Träumt die das jetzt? Klar, ich habe auch immer eine Knarre bei mir am Schminktisch liegen. Okay, sie hat es geträumt. Wird jede Nacht schlimmer. Ja, trotzdem ist das jetzt scheiße mit der Ego-Perspektive. Jill, du hättest aber mal dein Zimmer aufräumen sollen hier, Mädel. Also ehrlich. Okay, das sieht dann doch ein bisschen anders aus als in ihrem Traum. Was ist denn da hinten? Das sind die Nachrichten, so wie es aussieht. Aber hier, das Fenster ist zu. Glaube ich. Es rappelt hier schon wieder so komisch. Noch 3 Tage kann mich diese Stadt mal. Schlimmster Monat in meinem Leben. Ja. Also das mit der Ego-Perspektive, das kotzt mich jetzt hier gerade ein wenig an. Ich hoffe wirklich, dass das dann später nicht mehr ist, weil im Gameplay gab es keine Ego-Perspektive. Das war halt ganz normal, wie in den anderen Spielen auch. Jills Bericht. 26. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als DARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine aerogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte diese nur eine verlängerte Inkubation sein. Ja, die ist ja sehr positiv eingestellt. Was ist das? Notizen zu Ermittlungen. Es geht um Umbrella. Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch in Arklay-Forschungseinrichtung. Fand noch vor dem Viren-Zwischenfall statt. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden an Bürgermeister Warren kontrollieren praktisch die Stadt. Ja, ich würde sagen, ist gut zusammengefasst. Kann man hier irgendwo dran erkennen,
Wo was hängt? Nee, ich muss hier einfach mal überall. Aber ich glaube, da ist jetzt nichts mehr. Wo kommt denn der Luftzug jetzt her? Ach so, von dem Ventilator. Ja, okay. Ich dachte schon. Aber das, war das eben auch schon hier so offen? Boah, ich hoffe nur, dass ich jetzt überhaupt noch steuern kann. Weil ich jetzt mit einem Controller spiele und jetzt die ganze Zeit nur noch mit Tastatur und Maus gespielt habe. Oh Gott. Ich hoffe, ich kann noch zielen. So, wir haben einen offenen Umschlag gefunden. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht doch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was sie zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch, fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde, oder was immer die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht, in 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Okay. Oh, jetzt ist der Schrank offen. Ist hier noch irgendwas? Da ist noch was. Brief von einem Kollegen. An Jill Valentine. Hey du Ass, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du danach forschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City? Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers. Stars Alpha Team. Für immer und ewig. PS. Musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Oh, wie süß. Salami-Überraschung. Wahrscheinlich zum Frühstück oder so, so wie das hier aussieht. Irgendwie erwartet man jetzt immer, dass überall ein Zombie rausgesprungen kommt. Kann ich hier nichts machen? Hallo? Okay. Na gut. Ich höre hier überall was. Ja, drück den Schalter. So sieht sie aus, die gute Jill. Nein, du hast noch keine Falten bekommen. Deine Haut ist auch noch nicht aufgelöst vom Virus. Warum lässt die eigentlich nachts das Wasser laufen? 28. September in Raccoon City. Oh, da klingelt das Telefon. Moment, ich wollte doch noch mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Wo ist denn das Telefon? Oh, ich wollte da gerade durchspringen. Okay, ich komme schon. Ja. Aber wie? Du kannst irgendwie nicht laufen, kann das sein? Zumindest noch nicht. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus. Sofort. Okay, lass mich meine... Irgendwie habe ich jetzt schon mit sowas gerechnet. Jill!
Jill, gegen Nemesis kann man nicht antreten mit normalen Waffen. Hast du denn gar nichts gelernt im Original? Scheiße, muss ich das jetzt? Ich kann aber nicht... Hallo, ich kann nicht laufen. Ich kann nicht sprinten und nix. Leute. Ich muss hier raus. Da bin ich auch für, aber wie? Was zur Hölle? Unmöglich. Wieso kann ich nicht laufen? Also sprinten. Oh. Fuck. Krabbel da durch, krabbel da durch. Okay, ich habe jetzt auf ein Quicktime-Event gewartet. Okay, draußen bin ich. Fuck. Ich war draußen. Wieso hilft mir niemand? Lauf! Ach komm, so lahmarschig kannst du doch nicht sein. Oh Gott, ist die langsam. Da, meine, ich habe eine Errungenschaft. Erste Flucht. Liegt hier irgendwas? Ich brauche Munition. Hier drüben. Ich kann die Waffe auch nicht nehmen. Hat sie die nicht mitgenommen? Hier liegt auch nichts. Lauf doch mal! Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Ja, Jill, du hättest auf ihn hören sollen. Wie ist das alles? Da müssten wir das Spiel jetzt nicht spielen. Ich weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Das ist wie Arklay, nur viel schlimmer. Ich habe keine Taste zum Sprinten. Das ist ja nicht normal. Hey, warte! Hier unten! Oh, verdammt nochmal! Oh Gott, dass sie mich gedrückt halten. Ach du Scheiße. Wie können so viele Menschen infiziert sein? Oh, ist nicht euer Ernst, oder? Brad! Pass auf! Hier rein! Ja, hier rein? Ihr seid lustig! Ich kann überhaupt nicht sprinten mit diesem komischen Stick hier. Ich glaube, wir wissen ja jetzt alle, was jetzt passieren wird. Scheiße! Scheiße! Denk nicht dran! Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet! Nein, tu ich nicht! Sind wir noch ein Team? Immer! Dann hau ab! Und versau's nicht wie ich! Geh! Nein, Jill, tu es nicht. Hab ich hier auch keine Munition? Scheiße. Ach, da kriege ich jetzt erst eine Waffe, oder wie? Ah. Sorry. Aber da kommt doch noch ein Zombie irgendwo, oder? Steht der nochmal auf? Ach nee, er kam. Ja, stimmt. Oh, fuck. Kann man da durch? Die ist ja eben auch da drunter. Ja, okay.
Ja, lauf! Komm! Hey, Sie da! Gehen Sie zum Dach des Parkhauses! Das Parkhaus. Oh, das Laufen ist ja ätzend. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem Controller machen möchte. So, geht's Ihnen gut? Der ist das. Bleib zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Da ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Scheiße, ich kann nicht auf den Ziel. Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Und ja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein. Fräulein. Tja, dann rette ich dich halt nicht. Habe ich auch schon im Original nicht bereut. Okay, halt, stopp, hier ist was. Ha, Munition! Ja! Ja! Jetzt kann ich auch endlich öffnen. Okay, kann ich hier kombinieren? Ja. Was? Wollt ihr mich verarschen? Nur 6 Schuss? 5 Schuss? Ah! Und ich habe von Anfang an das Sturmgewehr dabei. Das ist ja lustig. Das tun wir mal auf die... Schnellzugriff nach links. Kann man nicht, kann man nur nach unten. Okay. Kann ich das Messer dann irgendwie? Nein! Oh, wollt ihr mich verarschen? Kann ich denn links und rechts nichts anderes reinmachen? Das ist doch scheiße. Ich weiß nicht. Aber ich möchte die Munition ehrlich gesagt auch erstmal aufsparen. Ich mache es trotzdem mal im Schnellzugriff nach unten. Das heißt, wenn ich jetzt nach unten mache, habe ich jetzt die Waffe und da die Pistole. Ja, und rechts und links kann ich nicht machen. Das ist natürlich doof. Aber vielleicht geht das jetzt nur mit Kräutern oder so. Hier kann ich gar nichts machen. Nichts aufsammeln, nichts. Schade. Also das Laufen ist schon ziemlich Mist. Oh, Moment, was war das? Ah! Ausweichen. Okay, damit kann ich auch nochmal zielen. Okay, also damit kann ich ausweichen. Das muss ich mir merken.